Nur weil ich auch Hot Wings esse, bedeutet das ja nicht, dass ich nicht masturbiere. Folgendes, liebe Uisisten. Gestern beim Auftritt habe ich 3 Bratwürste gegessen und danach habe ich gedacht, mache ich mal was total Wildes. Ich gehe noch zum KFC am Rudolfplatz und habe dort Hot Wings gegessen. Ja, ich weiß, es ist ekelhaft, aber habe ich halt gemacht und da ist mir etwas passiert. Neben mir, da saßen so 2 so Ghetto-Kids, die sich unterhalten haben, beziehungsweise der eine hat nur zugehört und der andere hat geredet, während er die Hot Wings gegessen hat und hat gesagt, oh, die sind so fantastisch, oh, alter Digga, die sind so geil, die Dinger, oh, ich würde die nur essen. Also ich würde sogar auf Sex verzichten, wenn ich Hot Wings hätte. Hot Wings sind besser als Sex. Wenn neben mir Jennifer Lopez mit mir ficken wollte, dann würde ich die, Beyoncé würde ich stehen lassen, wenn ich Hot Wings hätte. Megan Fox würde ich nicht anrühren. Hot Wings, so viel geiler als Sex. Alter Junge, wenn ich ein Jahr lang hier immer reingehen könnte und 2-mal am Tag so ein Bucket Hot Wings kriegen würde, kostenlos, würde ich ein Jahr lang auf Sex verzichten. Alter Dicker. Sogar aufs Masturbieren. Okay. Der Junge ist offensichtlich asexuell, was ja nicht schlimm ist. Genauso wenig schlimm wie homosexuell oder heterosexuell oder bisexuell. Nun ist es ja aber so, dass wahrscheinlich in seiner Clique, da ist es ja oft sehr, geht es ja oft sehr homophob zu und noch weniger anerkannt in der Clique oder überhaupt in der Gesellschaft insgesamt, beziehungsweise nicht anerkannt, sondern Verständnis dafür erbracht, ist wohl die Asexualität. Und deswegen ist das seine Art, was er ist, zu verdeutlichen. Also er sagt es halt nicht einfach, sondern durch die Überlegung, dass Hot Wings von KFC besser sind als Masturbieren oder besser sind als oder nicht so schlimm sind, wie auf ein Jahr Masturbieren zu verzichten, so sagt er das dann. Naja, und dann haben die mich angeschaut und dann sagt er, guck, der isst auch Hot Wings, die sind geil, wa? Dann musste ich ihn allerdings darauf hinweisen, dass das ein logischer Fehler ist, dass das ein Trugschluss ist, wenn er davon ausgeht, dass weil er Hot Wings isst und ein Jahr aufs Masturbieren verzichten möchte, ich das dann genauso sehe, nur weil ich auch Hot Wings esse. Bedeutet das ja nicht, dass ich nicht masturbiere. Ja, das war ihm wohl ein bisschen dann zu hoch, aber so ein Trugschluss, das ist ja sowas wie zum Beispiel, wenn man sagt, Affen essen Äpfel und Menschen essen Äpfel, also sind Menschen Affen. Na gut, oder Frauen essen Äpfel und Männer essen Äpfel, also sind Frauen Männer. So ist das verständlich, aber so ein Trugschluss, der ist eigentlich recht weit verbreitet, auch in der Welt. Ich muss aber erstmal einen Kaffee trinken, dann zeige ich euch ein Beispiel. Kaffee. Also wenn zum Beispiel eine Blondine doof ist und dann gehen die Leute davon aus, alle Blondinen sind doof, das ist so ein Trugschluss, gefährlicher Trugschluss, ein gefährlicher logischer Fehler, den viele, viele immer benutzen und auch gerne und ständig immer benutzt wird. Die Antifa zum Beispiel, wenn die sagt, Nazis sind Rassisten und wenn sie dann einen Rassisten sehen, ihn dann als Nazi bezeichnen, das ist nicht korrekt, weil weil jemand Rassist ist, ist er kein Nazi oder so. Oder Rechtsextreme. Sie sehen einen doofen Türken und schließen daraus, dass Türken doof seien. Das ist ein Trugschluss. Das ist eine Verallgemeinerung. Das ist das, was diese Welt kaputt macht. Und KFC natürlich auch. So, das war's. Mangelow. Natürlich wurden in diesem Video weder asexuelle Megan Fox, Jennifer Lopez, Beyoncé, Ghetto Kids, Nazis, Rassisten, Blondinen, die Antifa, Frauen, Männer oder Affen weder verunglimpft noch miteinander verglichen und es wurde keine Aussage getroffen, ob KFC ein guter oder ein schlechter Laden ist, noch wurde irgendwas über den Geschmack von Hot Wings gesagt und Masturbieren wurde überhaupt nicht erwähnt. Der Punkt war ein ganz anderer, aber das habt ihr doch verstanden, oder? Wenn ja, dann schreibt einen Kommentar und verbreitet das Video weiter. Wenn nein, dann schreibt einen Kommentar und verbreitet das Video weiter. Wenn vielleicht, dann schreibt einen Kommentar und verbreitet das Video weiter.